Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Für uns geht es heute weiter Richtung Süden, weg von Termoli. Es war wunderschön hier. Also es war mit Sicherheit nicht das letzte Mal auch. Also Italien generell ist ja sowieso so mein Land. Deins auch, Schnucki? Ja, mein Land. Es ist ein schönes Land, aber ich denke mal, es gibt noch viele weitere schöne Länder. Aber wie gesagt, der Stellplatz hier, der ist wirklich sehr nett. Und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis super. Ja, das ist wirklich. Also wir haben uns jetzt hier gerade fair und entsorgt. Auch das ist alles total sauber. Gestern waren wir duschen. Das, Schnucki sagt, wir hatten nur lauwarmes Wasser. Für mich war es ausreichend. Ein bisschen weniger als lauwarm war es schon. Es war okay, ich konnte duschen, aber... Ja, vielleicht hast du gerade eine blöde Zeit erwischt, weil die machen ja hier ihr warmes Wasser mit Solar. Kann natürlich sein, dass da kurz vorher einige drauf waren. Ich war erst spät. Und da hatte ich das Gefühl, es ist ja nicht heiß, aber es ist auf jeden Fall auch nicht so, dass man frieren muss. Und wie gesagt, die Duschen sind dann im Preis mit drin, also das passt eigentlich ja, alles. Ja, das ist super. Jetzt haben wir uns einen Stellplatz ausgesucht, wie gesagt, weiter südlich, bevor es dann irgendwann auf die Inseln geht. Und ja, wir schauen einfach mal, wie der ist. Wir hoffen, dass wir wieder so viel Glück haben. Wenn nicht, fahren wir einfach weiter. Ja, genau. It's the fire in the rain. Smile within the pain. It's the logic but insane. You cannot know from where it came. It's the way you cross the floor before you head on out the door. It's the figure on the wall. So many times I heed the call. It's the silence of the room, the way you turn before you bloom. Another shadow for the blind. I think I'm gonna lose my mind. Although I'm running up a hill, don't know where I should begin. Ooh, I don't know where I should begin. Ooh, I don't know where I should begin. Crowded planet full of fear. It's not the way it's meant to be. We should be happy living free. Although I'm running up a hill. Das war jetzt ein Ding, oder? Ja, das war wirklich. Also wir sind hier gerade, ihr habt es ja gesehen, mein Schnucki hat es ja eingespielt, durch die Stadt so gefahren und da scheint auch so ein Markt zu sein. Deshalb hat die Stadtpolizei quasi den Verkehr geregelt. Ja, und aber auf dem Weg hierher, das war doch also ein Wechselbad der Gefühle. Ja? Wir waren jetzt an dem ersten Stellplatz gewesen. Alleine, nee, nicht davor schon. Also wir sind davor gefahren, da war ewig nichts und überall, ihr könnt euch, weiß nicht, wer hier schon mal im Süden von Italien war, kann sich das vielleicht schon vorstellen, aber überall Müll, am Straßenrand Müll, Säcke, Bauschutt, Matratzen, Klamotten, ja, und also alles, das sah aus wie auf einer Mülldeponie, du kannst noch nicht mal mehr rausfahren, also theoretisch, weil das sind so Parkbuchten, die sind zugemüllt, also ja. Wahnsinn. Und dann waren teilweise... Das waren anscheinend mal so ein bisschen Touristikspots. Da standen alte Hotels, die total vergammelt waren. So eine ganze Reihe entlang. Also ja. Das war Wahnsinn. Und der Platz, auf den wir eigentlich wollten, ist eigentlich auch ein sehr schöner Platz gewesen. Aber ja. Der Strand war auch
voller Müll. Also hätten wir auch Lotti gar nicht laufen lassen können. Und zwar auch so überhaupt nicht angenehm, da zu sein. Nee, das und war... Auch der Stellplatz war voller Müll und das war nicht schön. Aber dann habt ihr gesehen jetzt, die Anfahrt hier zu dem Stellplatz, die hat schon sehr vielversprechend ausgesehen. Und jetzt sind wir so Serpentinen runtergefahren zum Meer, weil die Stadt liegt hier oben so ein bisschen bergig. Ja. Ich blende euch den Parkplatz dann auch an der Stelle mal ein, wenn ihr hier mal vorbeifahren wollt, weil das ist hier wirklich also schön. Das ist wie Postkarte. Also und man guckt da raus. Ich kann euch jetzt mal ganz kurz umdrehen, dann seht ihr mal, so sieht das jetzt aus. Ja, also... da vorne die Stühle, so sieht so ein bisschen aus, ja, wie Schnucki gesagt hat, wie diese Postkarten. Wir werden jetzt mal die Gegend so ein bisschen erkunden. So, nach einem schönen Bad im Meer und einer kleinen Pause muss mein Schnucki wieder ran und arbeiten. Schnucki, was machst du? Schneiden. Und hochladen. Und hochladen und Thumbnail und Beschreibung und. Die kleine Maus ist so zufrieden, so goldig, ja, ist ins Meer gegangen. Bis hierhin, dann kamen die Wellen, die waren ein bisschen heftig und das fand sie nicht so toll, da ist sie gleich wieder zurück. Ja, Schneiden, Internet. Da wurden wir oft gefragt, wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr unterwegs seid mit eurem Internet? Und dann haben wir gesagt, komm, dann sagen wir doch mal, wie wir das hier machen. Also, wir haben zwei Möglichkeiten. Für uns ist es halt sehr wichtig, dass wir... Immer. Wir brauchen immer Internet, egal wo. Und wir haben auf unserer Spanienreise, sind wir in die Bredouille gekommen. Da hatten wir nur Prepaid-Karten und der Laden hatte zu und wir hatten kein Internet mehr und das war alles sehr schwierig. Genau. Und da haben wir uns Starlink angeschafft, weil wir einfach sagen, europaweit haben wir ja da eine Internetverbindung. Und wir stellen die Antenne raus, suchen das, ruckzuck haben wir Internet und vor allen Dingen die Geschwindigkeit ist auch super. Und das war für uns eine super Lösung, also als Backup quasi. Und dann haben wir noch einen Router, den haben wir von der Firma Karatec hier verbaut. Genau. Der ist auch super. Der ist also wirklich, wenn man Urlaub macht oder wenn man, ich zeig's gerade mal hier oben. Wenn man Urlaub macht oder selbst wenn man im Wohnmobil arbeitet, aber nicht wie wir ständig was hochladen muss, also dann ist der schon auch super. Da hat er schon eine richtig, richtig gut Wumms, ne? Ja, der hat eine super Geschwindigkeit. Vor allen Dingen hat er auch mehrere Antennen. Ihr habt das gesehen, hier oben kannst du nochmal drauf gehen. Da kommen einige Antennen nach oben und oben drüber direkt am Dachhimmel sitzt quasi die Außenantenne. Und die Außenantenne ist extra der Kabelweg relativ kurz, weil durch je länger das Kabel, je mehr Verluste hat man dann quasi auf dem Weg. Und das merkt man unheimlich. Also das ist eine Geschwindigkeit auch außerhalb des Wohnmobils. Und der hat zwei Kartenslots, ne? Der hat er auch noch, genau. Und 5G. 5G kann er auch, genau. Und man kann einen Gastzugang machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel jemanden, einen Gast quasi hat und sagt, hier, der braucht irgendwann mal kurz Internet, und dann könnte man theoretisch auch diesen so und so viel Gigabyte begrenzen für den Gast, dann kann er dann damit surfen und wenn das aufgebraucht ist, ist es dann fertig oder für Kinder oder was auch immer man machen kann. Also mit dem kann man ziemlich viele Sachen machen, nur wie gesagt, für uns ist es dann halt, wenn wir jetzt viel in Italien unterwegs sind, dann ist das natürlich gut, dann können wir uns eine Karte holen, stecken wir in den Slot rein und dann haben wir Internet. Wenn wir aber, ich sag jetzt mal, Länderhopping machen, dann müssen wir ja ständig eine andere Karte holen und so weiter. Und das finden wir doof. Deswegen haben wir uns dann Starlink angeschaut. Ja, manchmal ist ja auch so, wir waren auch schon an Stellen, da war generell kaum Internet. Und da haben wir wirklich Starlink gebraucht, damit wir die Videos hochkriegen auch. Genau, also das war auch so, ich meine, der kriegt schon, ja, der ist schon an ganz, ganz vielen Ecken kriegt er schon Empfang. Aber wenn man dann hier an irgendwelchen Spots ist, da hat er dann manchmal so seine Schwierigkeiten gehabt. Und da haben wir dann natürlich Starlink, das, was wir rausstellen. Das ist einfach für uns so beruhigend, ja, weil wenn wir dann anfangen, wir stehen jetzt an einem super Spot, ja, dann hast du kein Internet. Ja, dann bist du unruhig, weil ich meine, viele können es vielleicht nicht verstehen, aber wir brauchen Internet generell, um zu arbeiten. Und ohne Arbeit, Kühlschrank leer. Ja, genau. Und unabhängig von der Arbeit, ist ja so, weiß ja auch jeder, was ich für ein Familienmensch bin und ich muss ja immer irgendwie auch erreichbar sein. Ja. Und die anderen erreichen können. Ja, das ist so ein Manko. Ja gut, das hättest du ja telefonisch machen können, ne? Ja, aber es sind verschiedene Sachen, aber wir machen halt eben einfach alles übers Internet. Genau. Wo ist denn Lotti Motti?
Was steht denn? Ah, hier hinten. Da bist du ja. Ich dachte, du wärst raus. So, jetzt gehen wir mal in die Stadt, was? Ja, jetzt mal gucken, was da so schön ist. Das sah ja vorhin schon total toll aus. Ja, also das ist wirklich hier auch so ähnlich wie Termoli. Das liegt auch oben an so einem, oder ja, am Hang, am Berg, wie auch immer. Also sieht wirklich total schön aus. Und hier direkt seht ihr, ist der Hafen. Auch super schön. Und die haben das anscheinend hier alles ganz, ganz neu gemacht. Ja, da kann man sogar Bootsausflüge machen auf die Inseln. Aha, das habe ich noch gar nicht gesehen. Doch, steht hier Insel Tremiti, Costa Garganica, okay. Kroatien, Croatia. Ja gut, das ist ja nur ein Katzensprung da rüber, ja, auf die andere Seite. Wahnsinn. Und das geht hier vorne entlang, da kann man schön laufen und da sind auch ja ganz viele Boutiquen. Und wir gucken jetzt mal, ob wir irgendwie einen Weg finden, ein paar Treppen wahrscheinlich, die hier hoch in diese Altstadt gehen, weil da versprechen wir uns wieder so eine schöne, ja, wie in Termoli, so eine Altstadt, ne? Ja, ja, das war ja wie gesagt beim Runterfahren vorhin schon so toll. Ich weiß halt nur nicht, mal gucken, ob es da irgendwie bestimmt Abkürzungen mit Treppen nach oben gibt. Bestimmt. Weil auf der Straße wäre doof. Irgendwie laufe ich auch gerade doof, habe ich das Gefühl. Ja, wir sind noch ein bisschen desorientiert. Oh je. Was macht ihr denn jetzt? Ihr Lotti mag nicht laufen, der ist zu warm, die hat keine Lust. Das hat aber nicht lang angehalten hier. Nee. Wie weit sind wir jetzt gekommen? Wollen wir da gucken, ob es da irgendwo Da sind wir losgelaufen. Rüber, wir kommen, ob es da irgendwo hochgeht. Ja, da geht es aber zur Straße. Ach so. Also du wolltest doch gucken, ob wir irgendwelche Treppen finden, um dann da so, ja, steiler durch die Altstadt laufen können. Ja. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make. It's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. Guck mal hier, du. Was ein Ausblick. Ja, mega. Wirklich hoch. Da ist der Hafen.
Und dahinter, wo die Palmen kommen, ach, wir können es gar nicht sehen. Also quasi hier hinter dem Haus ist dann der Parkplatz, wo wir stehen. Wir haben ja einen geilen Weg gefunden, habt ihr ja jetzt eben gesehen. Ne? Das ist ja abenteuerlich. Das ist der Hammer, das ist so schön. Und hier? Und irgendwie wissen wir gar nicht, wo wir überhaupt ankommen, aber es ist immer wieder schön, wo wir rauskommen. Ja, und vor allen Dingen, wenn du dir vorstellst, diese ganzen Treppen, die Leute, die müssen ja auch irgendwie ihre ganzen Sachen mit da reinschleppen. Ja, vor allem müssen die sich ja merken, wer wo wohnt mit dem ganzen Treppenlabyrinth. Ja, oder wenn du einziehst, ja, wie willst du denn mit dem Sackhahn da lang? Also das ist schon sehr interessant. So, wir sind aus der Stadt zurück, haben eine Kleinigkeit gegessen. Ich blende euch an der Stelle jetzt nochmal den Namen von der Stadt ein. Ich habe nämlich ganz ehrlich gesagt vergessen. Und den Stellplatz verlinke ich euch auch nochmal an der Stelle, falls jemanden das hier interessiert. Also wie gesagt, das ist ein Parkplatz und der sieht jetzt in der Nebensaison so aus. Wir müssen auch nicht bezahlen. Ich wollte gucken, ob man das irgendwo lesen kann, ab wann das hier irgendwie was kostet. Aber ich konnte hier nichts feststellen. Die Parkautomaten sind alle zugeklebt. Ich vermute, dass es ab Juni wahrscheinlich dann was kostet, aber wie gesagt, genau kann ich es nicht sagen. Und wenn, dann ist es nicht viel. Und ihr habt hier, wie gesagt, einen schönen Spot. Und wir gehen jetzt einfach mal am Hafen und schauen uns da mal ein bisschen um. Das war es jetzt schon wieder von diesem Video. Wir hoffen. War ein schöner Tag. Genau. Guck mal, wie der da hinten nochmal sich verabschiedet. Also wir haben Glück und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst die Glocke nicht. Abonniert den Kanal, tut nicht weh. Schreibt uns in die Kommentare, wart ihr hier schon mal? Damit unterstützt ihr uns auch sehr. Und ja, hat es euch gefallen? Ich persönlich finde ja, es ist ja sehr ähnlich wie Termoli. Eine ganz süße kleine Stadt. Und ja. Ja, oben auf dem Berg. Also wie gesagt, alles kleiner, aber auch aber sehr, sehr, sehr sehenswert. Also genau. Nur zu empfehlen. Und was bleibt uns zu sagen? Bis dahin, Camp Your Life. Tschüss! Ciao!